jetzt auf den Obersee in Bielefeld. Die ersten 30 Kilometer habe ich jetzt hinter mir gelassen und 70 liegen noch vor mir. Gefahren bin ich von Brackwede über Welle, Steinhagen, hoch zum Johannestal und weiter bis zum Obersee. Vor mir liegt noch der Bismarckturm in Herford, der Bismarckturm in Bad Salzuflen und der Bismarckturm in Bielefeld, Hillegos, bekannt auch als Eiserner Anton. Und flippt einfach so ein kleiner Dinosaurier aus dem Ei. Habt ihr das schon mal gesehen? So was gibt es nur in Herford. Jetzt habe ich den Bismarckturm in Bad Salzuflen auch erreicht. In Herford waren es die 50 Kilometer und hier bin ich jetzt nach weiteren 15 Kilometern am Bismarckturm in Bad Salzuflen angelangt. Jawohl, 70 Kilometer hinter mir gelassen. Von Bielefeld über Herford, Exter und jetzt in Bad Salzuflen. Weiter geht's. Zurück nach Hause nach Bielefeld, auf dass ich die 100 Kilometer voll kriege. Da ist er, der Bismarckturm von Bielefeld. Nach 100 Kilometern bin ich jetzt in Bielefeld am Bismarckturm angekommen und kann mich jetzt auf den Nachhauseweg begeben. Das sind auch nochmal knapp 10 Kilometer. Ja, ich würde sagen, das war wieder ein sehr erfolgreicher Tag und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Macht's gut und euch einen schönen Tag noch. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Juhu! Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich senken mag? Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht.